sind weggegangen von dieser ringakrobatischen Trampolinspringerei in hautengen Unterhosen wieder zurück zum Wrestling, zum klassischen Hau ihm einen auf Pfeifen und gewinn. Das ist auch das Schöne, man kann seine Aggressionen im Ring ausbauen. Das ist ja befriedigend. Ich scheiß auf den Scheiß, trag wohl Scheißhaufen. Mich interessiert die Scheiße nicht. Wie soll's denn bei Männern noch aussehen, wenn's bei Männern gar nicht einig geht? Ich scheiß zwar, aber scheiß mir nicht an. Und falls doch, na dann scheiß ich mir nix. Und falls doch, na dann geh ich halt in mein Bettel und bleib mir auf. Einerseits die körperlichen Grenzen irgendwo auch auszutesten, ne? Dadurch, dass es eben wirklich eine gute Kombination aus Kraft und Kondition ist. Aber was eigentlich auch einer der Hauptgründe ist, ist wirklich dieses Unterhalten des Publikums, ne? Reaktion des Publikums erwarten. Ne? Das ist wie beim Schauspieler, der spielt seine Rolle, ich spiele meine Wrestling-Rolle, ne? Mein Charakter, mein Gimmick. Wie ist der Charakter? Hinterlistig, gemein, kräftig. Wenn er merkt, er kann nicht gewinnen, versucht es mit unfairen Mitteln und ja. Wenn meine Auftrittsmusik ertönt und das Publikum schon anfängt zu buhen, ist es einfach total befriedigend. Das Publikum zu einer Reaktion zu bewegen, ist einfach toll. Und das ist etwas, was schwerfällt, loszulassen.